Hallo, wo läufst du denn hin? Andere Richtung. Gesundheit. Das ist ganz praktisch mit dem Licht am Handy. Dann sieht man auch, wo man hintritt. Zum Beispiel in diese Glasscherbe nicht. Ach, da habe ich nichts. Da guckst du trotzdem mal, hier sind nicht ganz Glasscherben. Achtung, guck. Glasscherben. Wo? Da. Hier. Ja, ich sehe es, Mama. Und dann wieder. Hier auch. Aufpasse. Zum Glück habe ich Adleraugen. Aha. So, jetzt gucken wir nochmal, nachdem wir durch die Glasscherben da gelaufen sind. Ob auch wirklich nirgendwo was ist. Nee, da ist nichts. Anderer Fuß. Das sieht auch gut aus. Ganz schön dreckig. Wenn wir jetzt in eine Pfütze reingehen, können wir uns das nochmal abwaschen. Ja, gut. Ich bin schon total gespannt, wenn ich mal wieder die Elma besuchen darf. Da war sie fort. Ja, ich finde es cool, dass mein Tochter mal wieder mit mir barfuß läuft. Oder rennt, vielmehr. Und tschüss. Hallo und tschüss. Denn sie war ja in Urlaub mit den Großeltern. Da durfte sie nicht barfuß laufen. In der Schule wird sie als gehänselt und ausgelacht und alles. Da hat sie sich schon fast angewöhnt, eine Barfußschuhe dort zu tragen. Ja, ist nicht so einfach für sie, aber dafür, dass sie 10 Jahre alt ist, macht sie das echt super und ist ganz arg mutig und stark. Danke.